Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Dark Souls 2. Unverkennbar in Majula bei unserem allerersten Schmied. Wie ich bereits gesagt hatte, wollte ich hier mal schauen, ob wir mit den Seelen, die wir beim letzten Mal zusammengetragen haben, irgendwas Schönes anstellen können. Und ich bin, oh wie überraschend, fündig geworden. Ich hatte ja beim letzten Mal schon überlegt, meine aktuelle Waffe weiter zu pushen. Ich glaube, das werde ich auch tun. Obwohl wir gar nicht so viele Titanitbrocken haben, aber irgendwie, ja, ist das halt meine Waffe, mein Baby, mit dem habe ich schon so viel geschafft. Deswegen haue ich da jetzt einfach mal alles rein. Wenn das Verschwendung ist, dann ist das halt so. Hängt ja auch immer so ein bisschen mit dem persönlichen Geschmack zusammen und damit fahre ich ganz gut. Und diese Geschichte hier, das ist auch sehr, sehr interessant. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ich beim letzten Mal damit gekämpft hatte und mir die Waffe sehr gut gefallen hat, weil sie viel Schaden austeilt, schnell hintereinander weg angreift, aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie will ich erstmal noch eure Reaktion dazu abwarten. Weil ich nehme jetzt diese Folge direkt im Anschluss an die letzte auf und ja, wenn es vielleicht irgendwelche eklatanten Dinge gibt, die gegen diese Waffe sprechen, die ich nur noch nicht so registriert habe, dann würde ich mich wahrscheinlich ärgern, weil glitzerndes Titanit ist, genauso wie das Funkeltitanit in Teil 1, ja relativ wertvoll. Wobei Funkeltitanit konnte man noch kaufen, ne? Ich glaube, bei glitzerndem Titanit geht das nicht mehr. Aber ist ja auch wurscht. So, Frage ist, wollte ich hier sonst noch etwas tun? Ich glaube nicht. Ich habe ein bisschen Angst, weil zwei Wege, obwohl eigentlich habe ich mehrere Wege, aber mir stehen zwei Bosse jetzt zur Verfügung. Und ich würde mal sagen, einfach weil die Neugierde gerade sehr, sehr groß ist, ich würde mal hinter die Nebelwand lugen wollen, wo ich euch zuletzt verabschiedet hatte. Vielleicht erinnert ihr euch, wir sind ja durch die Türen des Pharos gelaufen, an allen Pharos-Dingern, Gesichtern, Visagen, Hackfressen, was auch immer vorbei. Und ich habe keins von diesen Dingern irgendwie aktiviert, weil ich erstmal diese Aufnahmesession, die nach dieser Folge für heute für mich auch endet, erstmal euer Feedback abwarten. Ich habe ein bisschen Angst, aber wir gucken einfach mal. Wird schon schief gehen. Guck mal, alles ganz harmlos, hat natürlich gar nichts zu bedeuten, dass die Nebelwand hinter mir immer noch aufrecht steht und sich nicht in Luft auflöst oder so. Alles gechillt. Ne, guck mal, süße kleine Gegner, wie wir sie zuhauf schon gesehen haben. Oh, da ist eine Bossleiste. Wie kommt die denn dahin? Keine Ahnung. Hallo, Otti. Hä? Warum hat er den denn gerade nicht getroffen? Was ist das denn für eine Scheiße? Ich habe gerade einfach nicht verstanden, warum der den nicht getroffen hat. Ansonsten habe ich eigentlich mit diesem Boss, glaube ich, nicht so die Bauchschmerzen. Auch wenn das, glaube ich, für viele mit zu den nervigsten Viechern gehört. Und ich muss jetzt mal, ich hatte das ja beim letzten Mal schon angedeutet. Ich hatte mein Schild eigentlich oben. Was ist denn das hier? Irgendwie finde ich gerade in den Kampf nicht rein. So, warte mal. Ich nehme jetzt mal die Fokussierung weg. Ja, ist genau das eingetreten, obwohl das jetzt nur ein billiger, verschissener, unglücklicher Versuch war. Ich habe diesen, oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ja, weil ich gerade irgendwie, es paart sich so eine Mischung aus. Eigentlich bin ich voll neugierig auf den und eigentlich bin ich voll gespannt und will mich hieran probieren, aber jetzt frustet mich gerade dieser Versuch so. Ich habe schon wieder voll Kopfknoten hier. Den Boss habe ich nämlich damals besiegt. Ja, als ich das mit meinem Bruder gespielt habe. Der ist über diese kleinen Viecher hier nie hinweggekommen. Ja, der ist immer da verreckt und ich hatte damit nie so die Schwierigkeiten. Und den habe ich gelegt. Tatsache. Man mag es kaum glauben. Ich weiß, wenn man sieht, wie ich so spiele, dann kann man sich das wahrscheinlich nicht so vorstellen. Aber für mich ging der damals klar. Und das ist dann wahrscheinlich jetzt auch so das Problem, was ich habe. Dass ich mir so denke, naja, den hast du schon mal geschafft, deswegen wird das jetzt hier alles nicht so der Hit werden. So, versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, das wird mir hier echt zum Verhängnis. Ja. Weil das einer der Bosse ist, von denen ich weiß, dass viele abkotzen über den und ich halt mit einem gewissen Grundselbstbewusstsein hier reingegangen bin, weil ich das schon mal geschafft habe. Aber man darf nicht vergessen, natürlich, dass wir damals auch eine andere Klasse gespielt haben, ne? Also ich glaube, wir hatten dann auch geilere Rüstung. Bin mir jetzt nicht zu 100% sicher.
Und ja, aber meine jetzige Waffe, ganz ehrlich, meine jetzige Waffe ist eigentlich viel, viel mehr geeignet für diesen Boss, wage ich mal zu behaupten, als der fette Zweihänder, mit dem wir das damals irgendwie gemacht haben. Also warte mal, habe ich beim letzten Mal diese Sachen hier eingesammelt? Ich glaube, der ist auch gar nicht so schwer, wenn du diese erste Welle von diesen kleinen Kackviechern hier irgendwie überstehst, idealerweise ohne vergiftet zu werden. Und das scheint mir jetzt hier nicht so ganz gelingen zu wollen. Ich bin auch gerade sehr schockiert, dass der so viel Schaden austeilt. Boah, nee, ich glaube in der Folge. Ich weiß nicht, ob ich den in der Folge machen will. Ich bin gerade schockiert, dass ich mich so schwer tue damit, ja. Ich wette, in diesem Let's Play, und das haben, glaube ich, einige Bosse auch schon gezeigt, werde ich mich deutlich einfacher tun mit Bossen, die ich selbst noch nie geschafft habe, wo ich eine gewisse Ehrfurcht habe, wo ich mir sage, ich bin froh, wenn ich das überhaupt mal irgendwie geschissen kriege, ja. Und hier, ja, ihr seht es ja selbst, keine Ahnung. So, warte mal, jetzt muss ich mal gucken wegen. Wegen einem Ring. Ach nee, warte mal, ich bin doch doof. Ich wollte eigentlich diesen, wie heißt der nochmal? Der mir meine Gesundheitsleiste so ein bisschen auffängt, den wollte ich anlegen. Ach Mann, ey. Warum kann der das nicht so sortieren, wie man die zuletzt immer benutzt hat? Es tut mir leid, dass ich jedes Mal neu nachgucken muss, aber ja, ich kann es nur leider nicht ändern. Kann es mir einfach nicht merken. So, das hier. Guck mal, wie unspektakulär der auch aussieht, ja? Kein Wunder, dass ich das hier nie zusammenkriege. So. Ring der Klingen ist die Frage. Lohnt es für diesen Kampf hier mehr auf die Abwehr zu gehen? Ich bin immer noch sehr überrascht, wie viel Schaden ich hier fresse. Und ich weiß, ich könnte anhand meiner Ausrüstung ein bisschen was optimieren. Wobei diese Aussage sich natürlich auch wieder so ein bisschen beißt, ne? Mit dem, was ich in der Vergangenheit schon mehr als einmal gesagt habe, nämlich, dass ich das Gefühl habe, dass gerade bei physischen Angriffen die Ausrüstung eher eine zweitrangige, wenn nicht sogar eine komplett unwichtige Rolle spielt. Man könnte natürlich in Erwägung ziehen, so ein bisschen auf Gift-Defense zu gehen, ne? Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Ich könnte auch, die Betonung liegt auf könnte, diese Waffe hier nehmen, weil. Aber die macht auch Giftschaden. Von diesem Giftschaden profitiere ich bei diesem Boss wahrscheinlich gar nicht. Aber dieser komische Wert hier, ich weiß, den hatten wir uns beim letzten Mal schon angeguckt. Ich sehe nicht, wo der Cursor ist, doch jetzt sehe ich es. Reduzierter Giftschaden. Aber eigentlich möchte ich gerne nur diesen Moment verlangsamen, bis ich tatsächlich auch vergiftet bin. Wisst ihr, was ich meine? Könnte man eigentlich aus der Entfernung hier auch einfach stehen bleiben und auf die schießen? Würde das gehen? Hä? Warum habe ich die denn jetzt nicht ge-one-hitted? Jetzt bin ich auch meine Seelen los. Ich sehe hier auch. Hä, was ist denn das für ein Dreckskampf, ey? Wie habe ich das denn damals hinbekommen? Da bin ich auch ein paar Male verreckt, aber doch nicht so. Bin schon wieder kurz davor, das auf irgendwelche dämlichen Rahmenbedingungen zu schieben, ja? Auch wenn das voll die billige, primitive Ausrede wäre, weil ich mich einfach nur selten dämlich anstelle. Aber ich finde irgendwie in diesen Kampf hier gerade nicht rein. Jetzt weiß ich, wie mein Bruder sich damals gefühlt hat, ja? Ja, keine Ahnung. Wir probieren es jetzt einfach nochmal ein bisschen so lange, bis ich mein Pet aus dem Fenster schmeiße. Meine Seelen habe ich ja jetzt auch verloren. Das waren aber, glaube ich, gar nicht so viele. Bitte korrigiert mich nicht, wenn es doch viele waren. Danke. Habe ich eigentlich mein Schild noch drin? Guck mal, das war doch gerade gut. Warum sterben die denn manchmal sofort und manchmal nicht? Ey, ich krieg die Krise. Oh, wie mich das hier alles gerade abfuckt, ey. Sind jetzt die ganzen kleinen Scheiße alle weg? Ja, sowieso egal. Das ist abartig, wie viel Schaden der austeilt. Ich habe voll Bock, den mal so zu probieren. Nervt mich. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt an den Schmelzer-Dämon denke, hebt sich meine Laune auch nicht so unbedingt. Ich habe noch diese komische Lichtsteinbucht Zeldora oder wie dieser Scheiß da heißt. Und ich könnte auch im Eisenschloss weiter. Aber irgendwie habe ich dann das Gefühl, dass ich irgendwas übersprungen hätte oder so. Das will ich auch nicht. Mich nervt, dass ich die nicht instant töte. Und mir war so, als hätte ich am Anfang die mit einem Schlag immer gefinisht. Ich würde gerne meine Waffe jetzt irgendwie ein bisschen verstärken. Ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt am besten mache. Ach, wegen dem Ring.
Natürlich, wegen dem Ring. Den habe ich ja abgelegt. Guck mal, bin ich immerhin noch selbst drauf gekommen, ja. So, nein. Wo läufst du hin, du dummes Weib, du? Ja, das kannst du nicht mal Otti in die Schuhe schieben. Zu blöd zum Laufen, ey. Beste Voraussetzung. Ich bin in der letzten Folge so gut durchgekommen. Ja. Und habe die ganze Zeit noch voll gelobt, dass der heutige Tag wahrscheinlich unter einem guten Omen stehen würde. Nein, 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 hauen! Okay. Ich bin nicht vergiftet. Ich bin nicht vergiftet. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Scheiße. Ja, mein Schild war oben, aber der knallt mir meine Ausdauer runter wie so ein Stück Scheiße, ey. Unfassbar. Und lass mich raten, der tritt wahrscheinlich auch irgendwie mal nach hinten. So, wie viel Schaden mache ich dem denn? Otti, du müsstest auch schon treffen, ne? Damit wir darauf eine Antwort bekommen. Okay, Schaden ist okay. Kann ich mich nicht beschweren. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich möglichst nicht vor seiner Schnauze lande. Der ist so ein bisschen wie Sif aus dem ersten Teil, ne? Ich glaube aber ein bisschen leichter. Also wenn man von diesem verkackten Anfang mal absieht. Aua. Schild hatte ich eigentlich oben, nur wie gesagt. Nein! Wow, da hatte ich gerade mega viel Glück. Ich finde, so blöd das auch klingt, aber ich finde, in dieser Phase macht dieser Boss echt Spaß. Und ich hatte seinerzeit deutlich weniger Schwierigkeiten, diese Viecher am Anfang aus dem Weg zu räumen. Wer weiß, vielleicht lag das sogar daran, dass ich mit diesem fetten Zweihänder auch immer deutlich mehr auf einen Schlag erwischt habe. Ne? Das darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Klar sind diese Waffen träge und bringen in vielen Situationen Nachteile, aber halt nicht immer. So, kann ich jetzt mal meine Ausdauer wieder ein bisschen. Mann, Otti, ey, kannst du mal dieses Stück Fuß hier treffen von dem? Ich meine, ein bisschen Schenkel hat er ja auch hier im Angebot, ja? Ist so viel Fläche, wo du auch mal einen Treffer landen kannst. Nein! Okay. Ja, also so mit nach vorne durchrollen geht das eigentlich klar, wenn man denn auch Ausdauer hat. Das wird hier das größte Problem sein. Es ist aber krass, weil der Kampf ist eigentlich nicht schwer, wenn man von dem Anfang mal absieht und wenn man mal ein bisschen treffen würde. Otti, also so langsam? Ich habe dich gerade eben noch in Schutz genommen, aber jetzt geht das hier gerade gar nicht klar, was du hier fabrizierst. So, 5 Estus habe ich noch. Also rein an den Estus dürfte das eigentlich nicht scheitern. Aber anvisieren darf man den hier echt nicht, oder? Oder wird das teilweise vielleicht doch einfacher? Ich weiß nicht. Ich habe aber diesen Tipp ja auch in der Nachricht gelesen. Ich glaube aber, das war in der letzten Folge noch gewesen. Ja, wie gesagt. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich diesen Kampf als nicht so schwer in Erinnerung habe. Aber dieser Anfang. Wahnsinn. Aber hey, wir haben einen Boss gelegt. Alles gut. Entschuldigt bitte die verbalen Entgleisungen. Aber hey, es gab schon schlimmere Parts, ja. Die meisten von euch mögen das ja auch. Was ich nur bedingt nachvollziehen kann, aber ich bin froh, dass das hier funktioniert hat. So, das ist schön. Das ist sehr schön. Der Kampfraum ist an sich eigentlich auch total schön. Zumindest wenn man nach oben guckt. Jetzt erstmal schauen, was wir hier so mitnehmen können. Was es hier zu looten gibt. Ich weiß jetzt nicht mal, wie der hieß. Ich war jetzt schon wieder so vom Kampf geflasht, dass ich mir nicht mal angeguckt habe, wie der Gegner hieß, also der Boss. Keine Ahnung. Ich finde trotz alledem, diesen Boss, und da gehen wahrscheinlich die Meinungen auch auseinander, ich finde den aber einfacher als Sif. Ich weiß nicht warum, aber mit dem grauen Wolf Sif, so hieß der glaube ich, ne, im ersten Teil, habe ich mich häufig schwer getan. Aber was beide Bosse für mich gemeinsam haben, ist, dass beide irgendwie Spaß machen. Ich weiß nicht warum, aber diese Art von Boss, die macht irgendwie Spaß. An dem ist hier nur ätzend gewesen der Anfang. So, ist das jetzt hier der einzige Weg? Ich glaube schon. Warte mal, dadurch, dass das hier so ein bisschen duster ist und ich jetzt auch keinen Bock habe, meine Fackel zu entzünden, laufe ich lieber einmal zu viel als zu wenig. Jawohl. So, reichen denn die Seelen, um ein Level-Up damit zu finanzieren? Ja, das wäre der Fall. Ich bin jetzt mal trotzdem so mutig oder so blöde, je nachdem. Nee, bin ich doch nicht. Pass mal auf. Bisschen Sicherheit muss sein. Hab Nachsicht. So, warte mal. Wie sieht denn jetzt meine Gesundheitsleiste aus? Oh, shit. Oh, shit. Aber okay, das ist nicht schlimm, denn ich bin durchaus gewillt, sowas hier mal zu nehmen. Genau. Wir werden sowieso gleich nach Majula zurückkehren.
Und ja, dann habe ich auch wieder ein paar mehr Estus. Ich habe nur die leise Hoffnung, dass es hier vielleicht noch ein Leuchtfeuer geben könnte. Ja, ich weiß, das andere ist keine 10 Meter entfernt, aber trotzdem. So, das ist dieser ominöse Raum vom letzten Mal, an den ich mich ja so gut erinnern kann, ne? Wir erinnern uns. So, was geht hier ab? Da ist ein kleines Radikal. Nein, bist kein Bettler, oder? Leave this place, human. We have no time for thy kind. Humans bring nothing but filth. Das aus dem Munde einer Ratte. Auch sehr interessant. Is that a rat tail, human? Thou'st one of mine rat burrows conquered. This will not go unnoticed. Rejoice, for the right to serve me is now thine. Since thou'rt human still, permit me ask, wilt thou thy human soul surrender and pledge thyself to me? Swearest thou by the sweet-tempered sludge that laps at our bosoms? Ich mach das mal einfach, weil ich das am Anfang immer mache. Ich frage mich gerade, ob dieser Rattenschwanz, auf den er angespielt hat, habe ich das vom Boss bekommen? Ich bin schon wieder so durch den Wind. Ich habe schon wieder gar nicht darauf geachtet, was ich überhaupt von dem Boss bekommen habe. Ich bejahe das mal. Hoffentlich war das kein Fehler. Eid geleistet, okay? Thou hast the eyes of one who perceiveth true beauty. Human, thou mayst serve. Take this ring. It was forged by a human who was once among us. Wappen der Ratte. Ja, das klingt so, als würdest du bei eBay dafür keinen Euro bekommen, aber okay. The ring draws to thee those who would defile our burrow. Wear the ring whenever thou art near. And destroy those who would dare provoke our ire. I will grant unto thee all thou shouldst so desire. I prithee serve with a true rat's honor. Rattenehre. So, so. Also ich will euch ja nicht diskreditieren, aber irgendwie, eher redet er in höheren Tönen von sich selbst, sage ich mal, oder von dem Rattenbild, was wir so mitbringen, das passt irgendwie nicht so zusammen. Also wisst ihr, was ich meine? Das war kein gutes Deutsch. Speak thy mind, servant. Ja, und der Ring, der, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, der wird wahrscheinlich wieder irgendwelche Online-Kämpfe dann provozieren oder was. Deswegen will ich den auf jeden Fall erstmal nicht anlegen. Was verkaufst du denn? Ich bin ja überrascht, dass man mit dem überhaupt handeln kann. Rosturne. Zerstört Ausrüstung mit Säure? Ist für PvP wahrscheinlich ganz witzig, ne? Vergiftet Feinde und auch... Ah, Jaucheküchlein! Ist doch ein altes, bekanntes Item aus Teil 1. Alltägliche Frucht stärkt vorübergehend Giftresistenz. Okay, okay, okay. Ach, und diese Dinger, da haben wir ja zuletzt ein paar von gefunden, ne? Stärkt vorübergehend Versteinerungsresistenz. Ich wusste doch, dass das nicht so spannend ist. Okay. My servant, tell me the way of things. There has been much honor in thy service, despite the human blood coursing thy veins. I am merciful and trust in thee as I would any rat. Ich glaube, das gleicht schon fast seiner Liebeserklärung, wenn er das ernst meint, oder? The insolent fools line up to trample upon our burrows. My servant, dispatch these invaders, and thy reward will be handsome indeed. Aber ehrlich gesagt, nicht so eine Lust, mich mit Eindringlingen rumzuplagen, macht mal selber. Knowest thee of the lockstones, those odd contraptions fashioned by human hand long ago? Thou art human, and thence able. I know thy kind, base plotters and schemers all. Put these contraptions to thy employ, gainst thy foe. Ja, mal gucken, ne? My servant. Okay, das erkennen wir. There has been much honor in thy... Genau, genau, genau. Der labert immer so viel von Honor. My servant.
Ja, schön, okay. Aber alles verstanden, ich bin jetzt einer von euch. Schön, dass wir uns gut verstehen. So, was geht hier ab? Wenn ich hier runterfalle, komme ich nicht mehr nach oben, oder was? Das finde ich ja nicht so geil. Heißt das, ich bin jetzt mit dem Ort durch? Oder habe ich noch irgendwas übersehen? Also mal abgesehen davon, dass es hier noch 1000 Pharos-Dinger gibt, aber das sieht mir hier nach Sackgasse aus. Das sieht mir nach Sackgasse aus. Und was bist du? Wo bin ich? Ist das hier irgendwas Neues? Ich kann das gerade irgendwie noch nicht so ganz zuordnen. So, warte mal, ich töte den mal erstmal. Nein! Okay, das hätte nicht sein müssen. Bin ich? Ich bin ganz am Anfang. Ich weiß, wo ich bin. Ganz am Anfang. Leute, wisst ihr, was das heißt? Also, wenn ich jetzt nicht vollkommen blöde bin und irgendwas übersehen habe, dann bedeutet das, dass ich jetzt entweder einen komplett neuen Ort aufsuchen kann oder dass ich es nochmal mit dem Schmelzer-Dämon versuche. Ich weiß nicht, ich habe so eine Angst vor dem Schmelzer und ich bin jetzt immer noch so ein bisschen Puls wegen dem Boss gerade eben. Auf der anderen Seite habe ich gerade eine frische Menschlichkeit zu mir genommen und habe eigentlich ganz gute Grundvoraussetzungen, ne? Hat jemand zufällig mitgezählt, wie viele Level-Ups ich hatte, seit ich zuletzt beim Schmelzer gewesen bin? Ist das eine nennenswerte Anzahl oder eher nicht? Es kommt mir irgendwie so vor, als wäre ich erst vor kurzem bei dem gewesen. Aber ich glaube, in Tatsache ist das, dass das noch schon ein bisschen zurückliegt. Aber ich kriege das nicht mehr zusammen. Keine Ahnung. So, auf jeden Fall habe ich jetzt ja alles, was ich wollte. Außer die Pharosse. Wir haben einen neuen Weg hier freigeschaltet. Warte mal, die Seelen hier nehme ich auch nochmal mit. Man weiß ja nicht, wofür man das gebrauchen kann. Ah, wobei die Kampffläche, die ist ja schon so ein bisschen scheiße. Nee, ich will jetzt noch nicht gegen den kämpfen. Am Ende kriege ich ja jetzt auf den Deckel und muss dann wieder 3000 Ocken bezahlen, um meinen Ring wieder reparieren zu lassen. Das reicht doch, was ich jetzt hier bei mir habe. So, das heißt, wir gehen einmal zurück nach Majula. Ich habe Angst vor dem Schmelzer-Dämon. Aber das wäre so ein toller Befreiungsschlag, wenn ich den vielleicht in dieser Folge down kriegen würde. Ich meine, der Weg dahin ist ja nicht so schlimm, ne? Weil in der ersten Hälfte habe ich ja die ganzen Gegner schon weg. Aber da müsste ich auch nochmal meine ganze Ausrüstung anpassen. Wobei, vielleicht ist das auch nicht notwendig. Ich weiß halt nicht, wie hilfreich der Schild jetzt hier am Ende sein wird. Letzten Endes komme ich gerade nicht entscheiden. So, warte mal. Erstmal müssen wir aufsteigen. Da haben wir, glaube ich, schon mal einen Konsens. Was die Punkteverteilung angeht, wahrscheinlich eher nicht. Aber das hier auf einer 20 sieht doch schon mal ganz schön aus, wie ich finde. So, die restlichen 3000. Eigentlich könnte ich zu Gavlan vorbeischauen oder bei Gavlan und das dann da mal machen. Aber habe ich gerade irgendwie keinen Bock wegen den Ladezeiten. Kann ich hier vielleicht irgendetwas machen, um noch mächtiger zu werden? Hier geht das leider nicht, zumindest wenn ich an dieser Waffe festhalte. Das hier... Ach scheiße, ich habe ja die Stärkewerte gar nicht. Das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Boah, Leute, Leute, wie soll das denn was werden? Kann ich mir nicht temporär... Ich könnte mit irgendeinem Item könnte ich jetzt mein Level wieder auf 0 setzen und kurz die Punkte anders verteilen, aber damit ist ja auch keinem geholfen. 32 ist schon abartig viel. Was hat denn das für eine Konsequenz? Kann ich dann, wenn ich das trotzdem jetzt anlege, kann ich mich dann irgendwie nicht bewegen? Oder geht die 100 auf 50 runter? Oder ich will das mal ganz kurz vertesten. Einmal ganz kurz gucken, auch wenn das wahrscheinlich der uneleganteste Ansatz ist, den ich hätte finden können. Gegenstand kann mit aktuellen Attributen nicht effektiv genutzt werden. Ja, was heißt denn nicht effektiv? Ja, schade. Also die 100, die bleibt da leider nicht bestehen. Das nützt mir doch alles nichts, Leute. Und ein fetter Klops bin ich darüber hinaus auch noch. Das ist echt blöd. Das ist echt verdammt blöd. Da habe ich jetzt so lange drauf hingefiebert. Ihr habt mir bestimmt auch in den Kommentaren den Hinweis mit auf den Weg gegeben.
Was ist denn der Schild mit der besten Form? Aber ganz ehrlich, wenn da keine 100 steht, ja, das war ja die Erkenntnis, zu der ich schon mal gelangt bin. Wenn da keine 100 steht, dann fahre ich besser damit, wenn ich versuche auszuweichen. Ich versuche den jetzt einfach. Und wenn es mir da nicht gefällt, dann gucke ich entweder... Oh, guck mal, was ist der für eine geile Rüstung? Das ist doch alles Havel, oder? Ich glaube, das ist Havels Rüstung und auch Havels Schild. Ich gucke einfach mal. Vielleicht stelle ich ja fest, dass ich durch die jüngsten Level-Ups gar keine Probleme mehr mit dem habe oder so. Ich weiß, ihr dürft auch gerne laut lachen, also nicht nur hinter vorgehaltener Hand. Das ist wahrscheinlich jetzt die blödeste Idee ever. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir so überlege, dass ich jetzt den Schmelzer-Dämon für mich ausklammere, ja, und sage, den will ich jetzt nicht machen. Ich habe wahnsinnige Entscheidungsschwierigkeiten, wenn es dann darum geht, mich festzulegen, ob ich jetzt lieber Eisenschloss oder diese Lichtsteinbucht da in Angriff nehme. Ist schon nicht so einfach, ne? So, warte mal, was habe ich denn jetzt hier? Diesen Ring, den will ich jetzt eigentlich gar nicht haben. Das hier brauche ich aktuell nicht. Warte mal, was hilft mir denn für so einen Bosskampf am ehesten weiter? Ach, warte mal, ich bin doch doof. Das hier. Das hier nehmen wir jetzt einfach. Genau. So, was hat das nochmal gemacht? Ach, maximale Belastung, alles klar. Wobei wir jetzt eigentlich, warte mal, wo ich gerade schon dabei bin, könnte ich mir eigentlich auch was mit höherer Feuerresistenz anlegen. Da waren ja diese Alonne-Sachen ganz gut. Guck mal, weil da bin ich immer noch bei unter 70%. Wollte ich jetzt einfach mal blind gucken, genau. Und wir rollen immer noch total smooth durch die Ecken. So muss das. So muss das. Ich könnte mir natürlich auch, ich weiß gar nicht mehr, woher ich das habe. Habt ihr mir das mal geschrieben? Aber irgendwo hieß es mal, dass dieser Schmelzer-Dämon empfindlich ist gegen Blitzangriffe. Ich könnte mir natürlich auch mal irgendwie so eine Waffe zusammenbasteln, die volle Möhre mit Blitz reinhaut. Aber, ich glaube, das wäre irgendwie, weiß ich nicht, so ein Invest, der mir nicht so... Nein! Bester Start wieder, ey. Bester Start. Ich weiß, warum ich euch alle hasse. Alle. Alle verrecken. Nieder mit euch allen. Wir dürfen auch gerne mal langfristig verschwinden hier, weil dann wäre das hier wirklich alles Eierschaukeln. Sag mal, bin ich nicht schneller, wenn ich jetzt hier durchgehe? Wenn ich hier schon mal runterplumpse, dann kann ich mir das ja gegebenenfalls auch abkürzen. Oder tue ich mir damit keinen Gefallen? Ich weiß das nicht mehr. Ach, ich komme hier gar nicht mehr hoch, ne? Das war, glaube ich, das Problem. Ne, okay, dann vergesst, was ich gerade gesagt habe. Dann vergesst es bitte ganz schnell. Ich sehe, dass ihr es immer noch nicht vergessen habt. Ich kann dich beobachten. Du hast es immer noch nicht vergessen. Du denkst die ganze Zeit daran. Wie habe ich denn das vorher immer gemacht? Also in meinen Runden, wo ich nicht verreckt bin. So, warte mal einmal ganz schnell hier. Boah, ey, ich hasse diesen Ort. Ich finde ihn so anstrengend. Was bist du denn? Warte mal, der sah ganz interessant aus. Das war aber jetzt wahrscheinlich ein ganz normaler, normaler Online-Spieler, oder? Und nicht so ein geskripteter Helfer. Was ist denn hier los? Symbol berühren. Nee. Nö, guck mal, das ist die Waffe, mit der wir früher mal ganz lange gekämpft haben. Der fette Zweihänder. Ja, ich werde immer so ein bisschen nostalgisch. Oh, ah! Lukatiel! Die kennen wir. Das ist ja gar nicht so illegal und billig, wenn ich sie holen würde, ne? Aber ich will das alleine schaffen. Hatte ich nicht auch mal irgendeinen Ring oder irgendwas, was verhindert, dass wenn ich verrecke, dass meine Gesundheitsleiste abnimmt? Keine Ahnung. Komm. Bevor ich jetzt hier weiter rumeiere, scheißen wir einfach drauf und gucken, was wir hier so reißen können. Vielleicht hat die kleine Pause mir ja gut getan. Okay, erster Schlag, gleich ein Treffer. Ja, mit den Estus, ne? Da tue ich mich auch immer so ein bisschen schwer. Ich weiß, dass ich die auch viel zu früh immer einsetze, aber gerade bei Gegnern wie diesen, da habe ich immer so einfach die Angst, dass dann dieses kleine Futzelchen an Energie, was mir fehlt, dass das dann ausreicht, um im nächsten Step dann mit so einem Instant-Angriff getötet zu werden. Also, wisst ihr, was ich meine? Ach, ich wollte doch gar nicht mit Schild kämpfen.
Warte mal, auch wenn der Schild mir jetzt hier gerade gute Dienste erweist, aber davon muss ich Abstand nehmen, denn damit ist mir spätestens, wenn er mit seinen Feuerangriffen... Nein! Um die Ecke kommt nicht mehr geholfen, wollte ich eigentlich sagen. Hallo, trinken! Ich habe Feuer gedrückt, er hat nicht reagiert! Ha. Das war gut ausgewichen, ne? Manchmal gehen Dinge eben doch ganz gut. Aber manchmal ist dann eben doch ein bisschen zu selten, ne? So, jetzt macht er noch mehr Schaden. Ich glaube, das war die Phase, wo ich meistens eigentlich immer verreckt bin. Nein! Unter anderem wegen genau dieser Attacke. Okay. War das klug, jetzt zu heilen? Ja, jein. Bin mir nicht so ganz sicher. Okay, wow. Okay, ich glaube, das ist bisher der beste Versuch. Ja, also manchmal, wenn du ein bisschen Glück hast, dann funktionieren die Dinge auch. Aber eben nur manchmal. Aber guck mal, der war noch nie so weit unten. Scheiße. Nein! Ich lebe noch. Ich lebe noch, aber er leider auch. Ich hätte das vielleicht eher zum Heilen nutzen sollen. Nein! Doch, doch, doch. Estus hat funktioniert. Estus hat funktioniert. Stirbst du jetzt? Stirbst du jetzt? Stirb, 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 stirb! Ich hab ihn! Ich hab den Schmelzer-Dämon geschafft! Schwede, ich würde euch jetzt allen die Hand schütteln, glaub mir. Ich habe genug Schweiß für all die 2,5 Menschen, die zugucken. Nee, Spaß, aber ey, Leute, das ist gerade so krass. Ich einfach mit null Erwartung rangegangen bin und das einfach volle Möhre funktioniert hat. Hoffentlich hat mein Pad jetzt gerade keinen Schaden genommen. Ich habe das brutaler, als ich wollte, hier gerade auf meinen Schreibtisch gehauen, aber ist das geil? Das gibt's doch nicht. Geilster Part ever, ey. Was für eine Achterbahn der Gefühle, ey. Vor allen Dingen, wenn ich dran zurückdenke, wie Stress ich am Anfang dieser Folge hatte mit diesen Scheißviechern da vor diesem Rattenboss oder was das war. Ey, geil. Ich bin gerade so, so happy. Boah, ey, jetzt habe ich schon wieder Bock, 10 Parts oder so aufzunehmen. Muss mich jetzt wieder ein bisschen zügeln. Vielleicht hänge ich dahinter noch einen dritten ran, keine Ahnung. Muss ich mal gucken, aber damit hat sich dann für mich auch, ja, die Frage beantwortet, wie ich dann weitermache. Und zwar, wir werden dann in der nächsten Folge, vielleicht auch schon in dieser, mal gucken, wo mich das jetzt hier nämlich alles hinbringt, werden wir im Eisenschloss weitermachen. Und ich guck mal, wie gut ich da vorankomme. Ey, einfach mal so hier im First Try. Aber das ist genau das, ne? Je länger ich mich an dem Boss festbeiße, das war auch schon in Teil 1 so, desto schwieriger wird er und desto geringer sind die Erfolgsaussichten. Diese Erfolge habe ich auch, als ich Dark Souls 1 damals für mich ganz alleine gespielt habe, immer verbuchen können. Immer so eine der ersten Versuche. Fünfmal Flammenschmetterling. Immer so frisch nach dem Aufstehen. So, wisst ihr, was ich meine? Wo ihr so immer noch total verpennt wart und es einfach nochmal probieren wollte. Das sind dann meistens die, ja, die besten Versuche gewesen bei mir. Ein merkwürdiger Schweineschild. Schon allein der Name ist sehr merkwürdig. Der Schweinekopf wirkt auf schaurige Weise echt, ist aber eine Nachbildung. Aha. Doch er kann achtlose Feinde erschrecken. Ja, überraschend tut mich das nicht. So, ich glaube, ich weiß sogar, wo ich jetzt hier... Ah, hier ist sogar ein Leuchtfeuer. Ey, ich bin gerade so happy. Ich war schon lange nicht mehr so befreit wie nach diesem Sieg hier. Eisenfeuerhalle. Sehr schön. Dieses Leuchtfeuer ist mehr als praktisch, denn wenn ich diese Tür öffnen kann, und das ist der Fall, dann habe ich hier eine deutliche Verkürzung. Denn das hier wird dann die Richtung sein, wo es weitergehen wird. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge, Leute. Ich will das jetzt hier noch nicht anbrechen. Und vor allen Dingen auch nicht mit so viel Seelen jetzt hier rumkrauchen. Ich bitte da um euer aufrichtigstes Verständnis. Ich komme da so nicht drauf klar. Ey, vor allen Dingen, weil ich auch so lange mit mir gerungen habe, ob ich da überhaupt jetzt nochmal einen Versuch unternehmen soll. Ja, und schon der Hinweg war so fällig, weil ich von jedem Gegner irgendwie Schaden mitgenommen habe. Oh, ich bin einfach so unfassbar glücklich gerade. Das sind so die Momente, die wahrscheinlich in dieser Ausprägung auch nur Dark Souls auslösen kann. So, ich habe jetzt relativ viel Knete. Gab es denn noch größere Investitionen, die ich tätigen wollte? Ich weiß, bei dem Schmied, da gab es noch Komponenten, die ich noch einkaufen wollte, die ich eigentlich leer kaufen wollte. Wisst ihr was? Ich glaube,
dass Inchen ja auch Geld von uns haben möchte. Ich guck mal eben, wir haben den, ich erinnere zurück, im Erntetal an dieser Mühle getroffen, ne? Wir haben bei dem auch so eine Leiterattrappe eingekauft und ja, jetzt sitzt er hier. Wait! You found your way out too. The name's Gilligan. Don't make me say it twice. All right. What do you want? I have everything you need. Wobei, das war nicht, also streng genommen war das nicht das Erntetal, sondern die Irdenspitze, ne? Also, wenn man es jetzt genau nimmt, wenn ich da nicht irgendwas durcheinander bringe. Oh, I should have listened to the warnings. This place is flipping mental. Huh? No, I wasn't born here. I'm from a wee bit. I'm from a wee bit out west. That's all. I've seen some rough times. I think I'll settle down for a while. Also bei dem muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir unten nicht die Texte hätten, hätte ich echt Schwierigkeiten, den zu verstehen. You wouldn't believe the shenanigans that happen in my business. I thought at least here in the middle of nowhere, I could steer clear of, you know, my old pals. Oh, don't ask me what happened. Have you no discretion, my old chum? Ja, weißt du, dann nennt er mich Kumpel. Also bei Kumpels muss ich nicht diskret sein, oder? Das hier fand ich wiederum gar nicht so schwer. Ich fand nur das, was er zu Beginn gesagt hat, irgendwie schwer verständlich so. That gaping hole. Hell, search me. It's where the people around here toss all their rubbish. Corpses or you know what. Or whatever they'd rather be rid of. Oh, and those human statues. Who are they supposed to be? Anybody, I suppose. Probably just some old pagan costume. What's it like at the bottom of the hole? I mean, why in the hell would I know? Tja, das werden wir noch früh genug herausfinden. Oh yeah. Somebody told me that the grave of a saint lies below here. But not built by the king, no. It dates back to a time long before him. The tomb connects to that hole. And there's something about some rat king down there. Hell, if the old rat is as rich as they say, maybe I should go and pay him a visit. Der leidet irgendwie so ein bisschen, oder? Also von Ratten habe ich jetzt erstmal genug. Ich kann mich irgendwie an diesen Ort da nicht so wirklich erinnern. Ich wette, das kommt dann aber wieder, wenn ich da einmal unten bin und wieder meine Aha-Momente habe. Oh, I should have listened to the warning. Okay, das erkennen wir schon. Alles klar. So, Leiter aufstellen, Gegenstand kaufen. Gucken wir mal erstmal, was er hier so anzubieten hat. Ich kann das leider nicht mehr 1:1 abgleichen mit seinem Warenangebot beim letzten Mal, weil ich mich daran nicht mehr erinnern kann. Liegt schon zu weit zurück. Aber ich glaube, wir haben außer dieser Leiterattrappe bei ihm auch nichts eingekauft. Blutungsmesser, Aromaschlick. Ist eigentlich gar nicht so uninteressant. Für den einen oder anderen Boss sicher hilfreich. Verleiht Waffe rechter Hand Blutungseffekt. Na gut, okay, ich glaube, hier werden wir erstmal keinen Handel betreiben. Was ist das? You want to go down that awful hole? You must have lost your marbles. Fine. I'm happy to be of service. You need a ladder then, sure enough. But you'll have to show some generosity. Ja, und das hier wusste ich nämlich noch, also dass der irgendwie Bezahlung will. Ich kenne die Differenzierung jetzt nicht, also ich glaube aber, dass er drei Leitern im Angebot hat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, ob wir jetzt dreimal diesen Preis bezahlen müssen oder ob in den 12.000 jetzt schon alles mit inbegriffen ist, aber ich fange mal hier an. Ja, hoffentlich ist das kein Fehler. Well, really? A very generous offer indeed. Especially from you. I get such a warm feeling inside when I get the chance to help others.
Hey, this ladder's not for sale. The only things I sell are miniatures. I mean, if that tickles your fancy, you can buy as many as you like. Irgendwie weine ich gerade meinem Geld ein bisschen hinterher. Also wer sich damit jetzt ein bisschen auskennt und Well, that's fine. But if you want my help, you'll need to make me an offer. Und jemand weiß, ob das gut investiertes Geld ist oder nicht, der möge es mir bitte mitteilen, aber ich werde jetzt erstmal alles bezahlen, was er will. Ja. A very reasonable offer. Just you wait. Okay, wenn wir uns das jetzt jedes Mal angucken, reicht das jetzt irgendwie ab von der Animation gerade eben? Bestimmt nicht, oder? Oder kann man jetzt anhand dieser Einblendung sehen, wo die Leiter zum Beispiel hinführt? Ich bin mir relativ sicher, dass man diese Leitern nicht zwingend braucht, um diesen Ort da irgendwie betreten zu können. Ich glaube, das geht auch, wenn du diesen Fallschadenreduzierungsring zum Beispiel hast, kommst du da auch irgendwie an, ohne Probleme. Ich weiß allerdings nicht, ob man auch an alle Leichen dann rankommt, ne? Weil da sind einige, die sind so ein bisschen schwerer zu erreichen. Und ja, ich gehe lieber auf Nummer sicher. Also... Ich meine, jetzt hatte ich ja ein großes Seelenkontingent. Es tut natürlich trotzdem ein bisschen weh, weil ich ihm quasi jetzt ein ganzes Level abgeschenkt habe. Aber ich hoffe einfach mal, dass diese 12.000er Leiter... Ich kann das, glaube ich, nicht wegdrücken, doch. Hallo? Achso, ich dachte, ich habe jetzt das Spiel zum Abstürzen gebracht oder so. So, und jetzt wiederholt er sich, okay. Here you are, my friend. You can have these, hey? It's a little bonus, you know, for your big purchase. Aha, na guck mal an. Melu Chimita oder so. Oh, come on. Don't look so glum. I'm trying to be nice here. You're hopeless, I tell you. Jo, ich meine, dadurch, dass das jetzt nur in Anführungsstrichen mein YouTube-Account ist und nicht mein Privat-Account, sind mir die Achievements jetzt nicht so wichtig, aber es ist immerhin... Schön, dass man wenigstens überhaupt irgendwas bekommt. You wouldn't believe the shenanigans that happen in my business. I thought at least here in the middle of nowhere, I could stay clear of, you know, my old pals. Oh, don't ask me what happened. Have you no discretion, my old chum? Das hier kennen wir doch schon, oder? Sorry, falls ich das jetzt ein zweites Mal habe durchlaufen lassen, aber der Anfang, der schien mir irgendwie ein bisschen anders zu sein. Ja, viel Geld haben wir hier verloren. Und auch wenn wir jetzt hier quasi einen komplett neuen Weg haben, mit vielen schönen Schätzen, wie man hier schon sieht, wird das, glaube ich, noch eine Weile dauern, bis ich da runtergehe. Denn ich will erstmal die Orte, die wir teilweise schon angebrochen haben, nach und nach abarbeiten. So, hier will ich auf jeden Fall einmal noch eine Verwässerung mitnehmen. Ich muss mal kurz gucken. Eigentlich würde ich ja gerne meinen Angriff ein bisschen weiter pushen, aber ich finde, das ist irgendwie so... Wobei ich jetzt mit meiner jetzigen Waffe auch keine A-Skalierung habe, kann das sein? Ich glaube, dann würde das wieder ein bisschen besser ausfallen. Genau hier. Genauso hier. Ich mache das jetzt trotzdem. Einfach um mein Gewissen ein bisschen zu beruhigen, weil Kondition, Ausdauer, das ist irgendwie jedes Mal so ein Thema. So, und ich kann ja auch mal gucken, wie viel brauche ich denn für das nächste Level ab? Ja, komm, dann kann ich jetzt eine Seele nehmen und dann kann ich mich nochmal stärker machen. Wir haben ja ein paar davon. Wir haben ja zwischenzeitlich auch noch neue gefunden, aber mir geht es um dieses 6er-Package hier. Hier ist sogar eine noch bessere. Aber nee, ich will erstmal nur eine hiervon. Die anderen heben wir uns dann für schlechtere Zeiten auf, sage ich mal. Das, was ich jetzt brauche, um meine aktuelle Waffe weiter zu verbessern, das kann ich als Schmiedekomponente aktuell, glaube ich, nirgendwo einkaufen, oder? Das wäre auf jeden Fall eine immense Erleichterung, wenn dem so wäre. Ich bin so froh, dass ich den Schmelzer-Dämon ohne diesen scheiß Schild besiegt habe, ey. Das war aber so knapp. Das war so unfassbar knapp. Ich bin immer noch so erleichtert. Das wird echt so mein Tageshighlight überhaupt. Ich glaube, ich werde den ganzen Tag über nur strahlen. Vielleicht sollte ich aus genau dem Grund jetzt auch nicht weiter aufnehmen, um mir die schlechte, um mir die gute Laune nicht irgendwie madig zu machen und zu verschlechtern. Aber gut, ihr Lieben, wir haben viel geschafft. Wir haben zwei Bosse gelegt und stehen jetzt viele Türen offen für
die nächste Folge. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Bedanke mich bei euch fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao.